Bodenhöfer noch mal ganz deutlich danken, dass er sich heute hier entlarvt hat, den parlamentarischen Arm der NATO im Deutschen Bundestag, die Partei Bündnis 90, die Grünen, die Kriegstreiber unserer Nation, die uns alle verhört haben. Und ihr seid doppelt so viele, wie wir angemeldet haben. Ich sehe hier mindestens 10.000 Menschen auf dem Platz. Ihr seid viele, viele. Stellen Sie sich vor, er geht hin und sagt, aber ihr kriegt von mir Munition, wenn ich Erdgas und Erdöl bekomme. Das ist Beihilfe zum Mord, Herr Bundeskanzler. Mir wird immer schlecht, wenn ich von diesem Fall berichte, weil ich im Jemen im Krieg war. Weil ich die amerikanischen, französischen, europäischen, britischen Bomber über mir hatte. Und weil ich gesehen habe, wie die Kinder da sterben, weil sie verhungern. Und da geht dieser Mann hin und sagt, du kriegst Munition, wenn ich Erdgas bekomme. Furchtbar! Was für eine Heuchelei! Liebe Freunde, wir haben in Deutschland schon lange keine echten Außenpolitiker mehr. Keinen Brand, keinen Schmidt, keinen Genscher. Trinken Sie in Ruhe aus, essen Sie in Ruhe auf und dann kommen Sie runter und kommen Sie mit auf die Straße, wenn Sie den Frieden wollen. Sie sind herzlich eingeladen. Alle Menschen sind herzlich eingeladen, bei uns mitzugehen. Egal welche Hautfarbe, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit, Impfstatus oder was Ihnen sonst noch einfällt. Es ist Zeit, über diese trennenden Dinge hinwegzusehen. Es ist Zeit, sich themenbezogen zu verbinden für den Frieden. Wir können uns danach und sowieso über alles andere ganz gerne streiten. Das ist völlig in Ordnung und demokratisch. Aber jetzt stehen wir hier zusammen für den Frieden und Sie sind eingeladen, mitzugehen. Zeigen wir gemeinsam der Welt, zeigen wir nicht nur dem NATO-Kriegsrat, sondern wirklich der Welt, dass wir hier in Deutschland den Frieden wollen, dass Deutschland kein Land des Krieges mehr ist, kein Land, das einen Krieg befürwortet, sondern ein Land, das Verhandlungen und das Frieden fordert.